Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir wieder bei Goodie Games News MOS Hardware Let's Play Dying Light. Wir sollen Errols Sack holen, also sein Kleidersack meine ich natürlich. Den hat er irgendwo oben gelassen. Also gehe ich mal davon aus, dass ich übers Dach rein muss. Oder ist jetzt hier offen? Nein, ist nicht. Also irgendwie nach oben gelangen. Gucken wir mal. Warum kann ich eigentlich nicht über dieses Kabel? Kann ich eigentlich hier vielleicht? Nein, kann ich nicht. War klar. Kommen wieder meine Probleme. Mit wie komme ich aufs Dach? Vorhin war es schön, einfach von der Seilrutsche da abzuspringen. Weil hier werde ich auch immer noch nicht hochkommen, oder? Nein. Was ist hier unten mit der Tür? Oh, ich dachte gerade, wäre ein Zombie. Oh, halten hineingehen, das ist gut. Was liegt hier? Ach, das Nagelbrett war das, okay. Ich brauche jetzt kein Nagelbrett. Will doch nicht nageln, Menno, will Sack holen. Errols Kleidersack, yeah. Er wird nicht ohne das Geld verschwinden. 25 Millionen Dollar geklaut. Er ist mein Plan B. Na gut. Mal schauen, ob die Sache ausnahmsweise mal funktioniert. $18. Ich bin hier um 24 Millionen Dollar zu... Oh! Was ist tun hier? Yep, nicht mit mir. Die Rohrzange, nee, 31 Damage bleibt liegen. Lächerlich, die Summen hier, ne? Wenn ich jetzt überlege, wie viel Geld ich hier gerade holen will. Ach Leute, gemütlich ist was anderes, das sage ich euch gleich mal hier. Nix drin? Leer. Na ja, klar. Was? Kehren Sie zu Errol zurück? Das soll es gewesen sein hier drin? Einen kleinen Zombie töten? Das ist ja fast Verarsche. War klar, der Penner, ne? Ihm sagte ja, es wäre dumm, ihnen zu vertrauen. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich hätte sie mitgenommen. Als sie nach der Farm besuchten, habe ich die Evakuierung kontaktiert. Sie wollten wissen, wer mitflieht. Also nannte ich ihren Namen. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber die wussten es. Sie sagten, sie durften nicht mit. Also musste ich sie irgendwie beschäftigen. In dem Sack ist kein Geld. Zumindest nicht viel. Sorry, Crane, aber ich muss meine Familie. Gehen Sie auf das Dach, dort finden Sie ein paar nützliche Sachen. Nicht das, was ich versprochen habe, aber das Beste, was ich tun kann. Danke für alles, Crane. Viel Glück. Ach, ey, echt nur Penner hier in dem Spiel. Keiner hält mal sich irgendwo an den Scheiß, den er erzählt. Na gut, ab zum Dach. Was ist hier los? Na, okay, geht nicht auf, dann halt nicht. Komme ich hier durch irgendwo? Ah, Freunde. Kommt her. Ah, das ist geil. Also, dass ich die jetzt beim Schubsen gleich auf den Boden schmeiße, das ist richtig cool. Ha!
Ah, dann hier war sie gleich hin. Okay. Maurer Hammer 43 lohnt ja gar nicht. Ich dachte, ich habe Schritte gehört. Jetzt noch eine Tasche. Dollar, Tür aufmachen. Ah, ich hätte ganz bestimmt ruckzuck den Erfolg. Heben Sie 1 Million Teile auf. Ich bin hier echt gierig. Ich lasse irgendwie hier nichts liegen. Aber wer sucht, der findet oder so. Da wusste ich doch, dass der Schrank hier auch aufgeht. Ich glaube, so Schnur und Klebeband habe ich schon echt ohne Ende von dem Zeugs. Aber wo ist jetzt hier die Treppe nach oben? Na, hier definitiv nicht. Ist irgendwas weiter unten oder wie? Ja, gut, jetzt hast du so viel gesucht, dass du jetzt nicht mehr genau weißt, wo du lang bist, ne? Okay, hier haben wir gesucht gehabt. Das weiß ich noch. Der Raum hier bin ich durch. Da ist ein Pfeil. Ah, ne, hier ist dran. Na, komm her, Baby. Komm her. Okay, weiter geht's hier hoch. Oh, da sind noch... Na, kommt her, getaukelt. Kommt her. Oh, da sind ganze Klassenzimmer voll. Naja, die sehen aus, als hätten sie nachgesessen, hä? Nicht artig gewesen, hä? Ja, ganz viele Türen für Goodie. Und wieder Küchenkram. Ups, hör auf da. Noch mehr Küchenkram. Nee, ach, scheiß Gasrohr. Naja, geil. Jetzt haben wir es mitgenommen. Zombie. Zombie. Oh, böse Zombies noch mehr. Kommt her. Warum kommen die denn nicht? Muss ich erst rauskommen? Na komm her. Ah, scheiße. So, dann mal gucken, was wir hier noch was haben. Was noch eine Tasche? Hier ist noch eine Tasche. Da ist ganz viel, was blinkt. Ach, nee, ich will jetzt eigentlich nicht tarnen, aber egal. Okay.
Ach, das lohnt doch alles hier nicht, den ganzen kleinen Scheiß mitzunehmen. Kack drauf, ne? Würde ich jetzt mal sagen, hier. Halten, Schule verlassen, ab aufs Dach. Da so ein paar Dollarchen da irgendwo einsammeln. Ich glaube nicht, dass sich das wirklich rentiert, da immer. Wenn ich halt sehe, da, wenn ich hier meinen Umgebungsscan mache und da leuchtet es dann halt blau oder orange oder so, dann, aber, ach, graue Scheiße hier. Können ja nicht alle so alles mitnehmen, ne? So, Schluck Kaffee. Sehen Sie auf dem Dach nach. Oh, hier, da. Das meine ich ja zum Beispiel. Wenn es lila leuchtet, ne? Hä? Ach, die Kiste leuchtet noch lila von vorhin, oder wie? Ja. Weil da vorhin mal was lila drin war. Toll. Oh, schade, ich habe mich schon arsch gefreut. Ja, hier war ich vorhin ja kurz drin. Crane, wie war dein Tag? Ah, Karim. Ich dachte, wir hätten uns verstanden. Ich denke, wir verstehen uns jetzt noch besser. Aber wenn du schießen willst... Vielleicht ein andermal. Er hat dir ein paar Sachen dagelassen. Erst wollte ich sie klauen, aber dann dachte ich, geht nicht. Crane hat sie sich verdient. Ah, du bist fast in Ordnung, Karim. Fast. Bis zum nächsten Mal. Viel Glück, Karim. Genau. Na, ah, eine echte Männerfreundschaft, die hier wächst. So, was, wo sind jetzt die Sachen? Hier drin oder wie? Fackeln wieder? Oh, Katastrophenhilfepaket, geil. Das finde ich gut. Ich glaube, dafür kriege ich fette EP, wenn ich die abgebe, ne? Und noch eins. Cool. Zwei davon, das finde ich klasse. Kippen. Klebeband. Oh, noch eine Kiste. Geil. Ey, nochmal ein Katastrophenhilfepaket? Ja, cool. Medizinisches Material. Das habe ich so noch nicht aufgesammelt, glaube ich. Das war jetzt gerade was ganz Neues für mich. Cool, 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 cool. Bringen Sie nachts einen Flüchter zur Strecke. Ja, das ist ja eigentlich nochmal so hier. Quest. Guck, was haben wir hier? Lavendelpflanzen, Elektronikbauteile. Geben Sie Kitty Malkrei, da müssen wir zurückgehen. Mitternachtskräuter. Geben Sie sich zum Gasthaus. Ja, eigentlich ist das dann richtig hier. Nur das Problem ist, es ist mal gerade 13 Uhr. Wir kriegen die hier nur nachts. Und da es jetzt auch keine Safe Zone mehr ist, nachdem die Quest jetzt beendet ist, ne? Können wir hier auch nicht nachts auf die Nacht warten. Also werde ich jetzt einfach mal meine Pakete wegbringen. Denke ich mal. Ach, da ist vom Futterplatz der... Da sind Futterplätze. Ist gar nicht hier, wo ich momentan gerade bin. Aber hier ist das Gasthaus. Na, da gehen wir doch rüber. Das ist ja um die Ecke. Das ist um die Ecke. Dahin. Und ein bisschen Tageslicht hier nutzen. Ohne mir die Hacken zu brechen. Natürlich würde ich da gerne hin. Ah ja, die Kisten kann man auch immer wieder aufmachen. Au, au, au. Nein. Ja. Oh. Ein einfaches Beil mit 79 Schaden. Mehr als mein Messer sogar, aber... 79 ist normalerweise mittlerweile unter unserer Würde, definitiv. Okay, Gasthaus. Lichtfalle aktiviert.
Oh, was ist hier los? Siehst du uns? Wir haben uns in einem Bus verschanzt. Ja? Die Untoten haben uns umzingelt. Ich sehe euch. Christoph, ich hol euch da raus. Aber du darfst nicht ständig versuchen zu zünden. Du lockst damit nur noch mehr von denen an. Ach, wieder falsche Taste gedrückt. Scheiße. Bleib ruhig und lass mich das machen. Ich kümmere mich um die Untoten. Brauchst du Hilfe? Nein, kümmere du dich um die Verwundeten. Verstanden? Aber er ist doch hier in dem Bus, ne? Mal kurz als Tarnung benutzen. Ah, hier vielleicht. Ach, shit, ein Spucker. Oh, und ein Dicker ist er auch. Wo ist der blöde Spucker? Ah, da hinten, der Penner. Schnell erstmal so laufen, dass er mich hier nicht mehr voll spucken kann. Ah, ich war ja auch getarnt. Oh, ist denn hier alles drin? Und gleich zwei Packungen Batterien. Schloss knacken mal wieder. Mein Messer kann ich glaube ich auch gleich reparieren. Nein. Jo. So, einmal das Messer repariert, obwohl das Viech so viel Bums ja gar nicht mehr hat. Also ein explodiere gerne Typ. Oh, haha. Ah, ist er schon down? Na, mit dem Elektroschock hinten dran ist er gar nicht so schlecht. Okay, nehme ich ruhig als Tarnung. Oh, der Dicke, der Dicke, der Dicke. Ach, Spucker irgendwo, scheiße. Ah, vorsichtig, Goodie, vorsichtig, Spucker. Da kommen wieder drei gelaufen. Komm her, Mädel, komm her. Ich mach's dir. Ah, der Spucker, wo ist der mittlerweile? Dass ich da hier... Hä? Ich bleib hier irgendwie hängen. Ah. Der Spucker muss da seitlich irgendwo, ist er der Penner? Ah, da kommt noch ein Zombie, lass den erstmal kommen hier. Ich bleib hier an diesen scheiß Stühlen und Tischen überall immer hängen. Mal tarnen. Na, dann konnte ich nämlich den Spucker gleich platt machen. Schön. So, wo ist der eine Zombie hier? Da bist du.
der Dicke? Was ist mit dem los? Keine Ahnung. Ich höre ihn. Also da ist so ein Typ hier, so ein explodiere gerne Typ. Wieso lässt denn jetzt keiner mehr den Bus an? Soll ich da oben drauf? Das ist nur meine Markierung, ne? Was habe ich hier? Habe ich einen weißen Punkt? Ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum der jetzt eben gerade komplett aufs Dach geklettert ist. Ne, es ist noch weiter unter mir. Ah, da kommt er wieder. Er kann da gar nicht zuschlagen. Na komm her, Junge. Hä? Ja. Aber ist ja nur noch ein stinkendes Haufen Stück Dreck, ne? Kacke, sowas, ne? Durchsuchen kann ich irgendwie nicht. Das ist irgendwie wieder buggy hier so im Dings drin. Okay, aber was bringt mir das jetzt hier? Ich habe unter mir einen weißen Punkt. Da hier. Okay, ich habe Strom eingeschaltet. Schön. Mache ich mir hier gerade eine Sicherheitszone draus. Da ist auch noch ein Punkt, ne? Und hier das Tor schließen. Das ist gar nicht markiert, als Sicherheitszone. Okay, ich habe eine Sicherheitszone geschaffen. Okay, sehr schön, ja. Ich habe eine Sicherheitszone geschaffen. Was ist denn mit dem Kerl hier, der Rettung... Ah, jetzt kann ich dahin. Krass. Ich hatte noch nie zuvor solche Angst. Ist das immer so? Yep. Meistens, ja. Aber du hast die Fassung behalten und dadurch das Leben der Leute gerettet. Nicht schlecht für den Anfang. Danke. Ohne dich wären wir jedoch alle draufgegangen. Was würde wohl dein Vater dazu sagen? Mein Vater? Oh Mann, hat er dich etwa geschickt? Ich werde nicht mehr für Reis schlechter arbeiten. Ich kann nicht. Und ich gehe nicht zurück. Das habe ich ja auch gar nicht gesagt. Aber das ist doch, was mein Vater will. Er will, dass du sicher bist. Oh ja, für Reis arbeiten. Total sicher. Stimmt. Irgendwann wird sie ihn umbringen. Aber wenn ich ihn dazu bringe, von Reis wegzugehen, hängst du dann deine Parkourschuhe an den Nagel? Du verlangst wirklich viel. Ihr könntet zum Beispiel Waffen für Bracken herstellen. Damit würdest du das Leben deines Vaters retten. Okay. Wenn er sich Bracken anschließt, höre ich als Kurier auf. Deal. Gut, sehr schön. Sehr, sehr schön. Irgendwie so eine Belohnung oder irgendwas? Hm, keine Ahnung. Hätte gerne so ein paar Questpunkte für gehabt. Haben wir nicht. Achso, über mir ist die Safe Zone, weil... Schloss knacken, schwer. Oh, ich bin schon wieder über der Zeit, Leute. Viel machen wir nicht mehr, das sage ich euch gleich. Aber die Tür hier machen wir... Nee, noch ein bisschen. Ah, nee. Nein, wieder zurück. Ah. Ah, shit, okay. Nein. Jo. Die Tür machen wir noch auf.
Was haben wir jetzt wirklich aufgemacht hier für eine Spraydose? Mullklinge. Spielerversteck. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind erstmal hier. Ich würde sagen, wir bleiben hier. Wir legen uns schlafen. Und das nächste Mal geht es dann weiter. Was machen wir beim nächsten Mal? Wir können Nacht. Es ist Nacht. Wo ist das nächste Flüchterversteck? Das ist aber weit weg. Das mache ich lieber von hier aus. Wenn ich an der Stelle bin, dann gehe ich da zum Flüchterversteck, um einen zu holen. Ja, so machen wir das. Das machen wir also in der nächsten Nacht. Hier werden wir erstmal auf den Tagesanbruch warten. Dann geht es am nächsten Tag weiter. Dann bringe ich erstmal meine Care-Pakete weg. Hol mir dafür die dicke, fette Belohnung ab. Vielleicht noch ein Level up oder sowas. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn dem so war, denkt dran. Den Daumen nach oben, der ist klasse. Oder auch ein Abo könnt ihr sehr gerne da lassen. Ich sage so long, goodbye, keep gaming. Euer Goodie.